Kennen Sie eigentlich Konrad Koch? Ohne ihn hätte es Fußballstars wie Beckenbauer, Netzer, Völler, Ballack und Co. überhaupt nie gegeben. Vor über 130 Jahren hat er das Spiel mit dem Ball zu uns nach Deutschland geholt und wurde dafür damals ausgelacht. Daniel Brühl spielt den Braunschweiger Lehrer. Christopher Javorek war bei den Dreharbeiten in Wolfenbüttel dabei. Achtung, wir drehen. So, Konzentration. Ton ab. Achtung und bitte. Das Wolfenbütteler Schloss, geschichtsträchtiger Ort, der nun um eine Geschichte reicher wird. Der deutsche Hollywood-Export Daniel Brühl als Braunschweiger Fußballpionier Konrad Koch. Eine Traumrolle, wie er sagt, hat er doch vom Vater die deutschen Tugenden und von der spanischen Mutter den Siegeswillen. Hast du denn jetzt als Deutsch-Spanier eigentlich die WM erlebt? Ja, mein Vater hat eine Woche auf der Couch gepennt. Meine Mutter hat Paella gekocht und Flamenco getanzt. Für mich war es diesmal ein bisschen bitter, weil ich mehr für Deutschland war, muss ich ehrlich sagen. Bei der EM war ich noch deutlich für Spanien. Dieses Mal war ich für die deutsche Mannschaft, weil die so irrsinnig gut gespielt hat und so eine sympathische Ausstrahlung hatte. Und ich habe denen das wirklich gegönnt. Aber zurück zum Film. Zwar wird hier in Wolfenbüttel gedreht, die eigentliche Geschichte spielt aber im Braunschweig des Jahres 1874. Der Lehrer Konrad Koch will seine Schüler zum Englischlernen motivieren und bringt ihnen ein bis dahin, zumindest außerhalb von Großbritannien, unbekanntes Spielgerät mit. Einen Fußball. Sie haben erstmal ganz große Probleme. Da hält jemand einen Ball hoch, spricht mit ihnen auf Englisch. Sie verstehen überhaupt nicht, was der Mann von ihnen will. Sie haben Sorgen, ob sie jetzt richtig machen. Sie schießen den Ball erstmal meterweit neben das Tor, drüber und weiß ich was. Also am Anfang ist das nicht so doll, wie die Fußballspiele. Ne? Nicht so doll, aber der Anfang des kontinentalen Fußballs. Doch es wäre natürlich kein guter Filmstoff, wenn es keine Widersacher gegeben hätte. Der Braunschweiger Historiker Kurt Hoffmeister hat die Biografie des Konrad Koch geschrieben und weiß, Ballspiele waren in der Kaiserzeit verpönt. Damals war ja Turnen bestimmt, nicht wahr? Und die Turner, die sahen da eine Konkurrenz aufkommen. Nicht? Ich habe gelesen, dass man in Bayern 1912 noch Lehrer von der Schule verwiesen hat. Koch hatte das große Glück, dass der Direktor der Schule sehr aufgeschlossen war und auch geneigt war, ihn zu unterstützen. Und dieser Schuldirektor wird gespielt von Filmpreisträger Burkhard Klausner, obwohl der im echten Leben mit dem runden Leder eher auf Kriegsfuß steht. Ich wurde immer nicht gewählt in der Klasse, wahrscheinlich weil ich mit meinen Beinen mehr tanzte, als wirklich den Ball meinte. Und schauen tue ich sehr gerne. Also arbeiten Sie auch ein Trauma auf hier? Ja, vielleicht. 31 Darsteller, 5,5 Millionen Euro teuer und noch unzählige Drehtage. Der ganz große Traum des Konrad Koch. Bis zum Herbst 2011 soll der Film in die Kinos kommen. Und bis dahin will sich Hauptdarsteller Daniel Brühl vielleicht auch noch selbst einen ganz großen Traum erfüllen. Er muss jetzt schwer vorsichtig sein, was man sagt. Nee, also jetzt, wo ich die, wie gesagt, diese ganzen Szenen mit diesen tollen Kindern gedreht habe, gibt's da ja schon einen Traum. So. Wir haben schon verstanden. Und wenn er die Vaterrolle genauso intensiv spielt... Achtung, wir drehen. Ton ab. Wer weiß, vielleicht hat er dann ja bald seine eigene kleine Fußballmannschaft. Na, 11 Kinder wäre ein bisschen viel, oder?